Die Tarifauseinandersetzung dreht sich momentan darum, dass wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit einfach fordern, den Tarifvertrag der Charité oder des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der CFM genauso wie für die Charité gestellten. Das bedeutet im Klartext für uns, ein CFM-Mitarbeiter, der den gleichen Job macht oder neben einem gestellten Kollegen der Charité arbeitet, verdient 600, 700, 800 Euro brutto weniger als wir. Und die Verhandlungen stocken momentan auch. Wir als aktive Streikende sehen nicht die branchenüblichen Löhne als die Messlatte für uns, sondern die Löhne des öffentlichen Dienstes oder aus dem TV Charité, weil wir neben den Kollegen arbeiten. Wir arbeiten in der Charité, erbringen die Leistung für die Charité. Vor circa 4 Wochen gab es die letzte Verhandlung, in der uns erstmalig, man kann sagen Angebot oder lächerliches Angebot, hat uns die Geschäftsführung einen Grundlohn in Höhe von 10 Euro für alle Bereiche vorgeschlagen. Das ist einfach lächerlich angesichts der Forderungen nach Bezahlung nach TVED oder TV Charité. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. TFM bestreiken wir. TFM bestreiken wir. Momentan gehen wir von 7 Tagen aus. War recht gut. Wir sind ganz gut hier im CVK gestartet. Circa 150, 200 Streikteilnehmer. In den nächsten Tagen werden wir uns an den anderen 2 Standorten, Mitte und Benjamin Franklin, einfinden, wo wir nochmal mit dem Zuwachs der Streikbeteiligung ganz stark rechnen. Also in Benjamin Franklin sieht es halt so aus, dass der Logistikbereich verdammt gut organisiert ist. Im Reinigungsbereich haben wir einen Zuwachs bekommen im Benjamin Franklin. Gerade im Desinfektorenbereich, was ja mit zur Reinigung zählt, die ist massiv beeinträchtigt und massiv gestört, sodass die Schichten da nur noch mit einem Mann besetzt werden oder halt auch gar nicht besetzt werden. Und da wir ja alle den gleichen Arbeitgeber haben, das ist das in der BVG nicht haben. Es ist wichtig, dafür zu kämpfen, dass weiter CFM, wo es darum geht, einen Tarifvertrag zu erkämpfen, dieses letztendlich auch als Ziel formuliert wird. Und das Ziel heißt Durchsolidarität, Vorkampf. Die leeren Versprechen, die momentan aus der Politik oder aus den Medien einfach mal zu vernehmen sind die letzten Wochen, sind zwar alles schöne Worte, Integrierung in die Charité für CFM-Beschäftigte. Herr Müller sagte am 1. Mai, wir machen jetzt ernst und wir machen das. Bisher ist in den Verhandlungen oder in den ganzen Gesprächen ist davon nichts für uns zu spüren. Auf meinem Gehaltszettel hat sich noch nichts verändert bis dato. Und deswegen werden wir den Druck einfach weiter aufrechterhalten und für die Umsetzung kämpfen. Dass es nicht bloß leere Worte bleiben und leere Versprechen.